Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgecast-Folge. Und ja, erstmal, ja, hi, herzlich willkommen. Ihr könnt diesen Lodgecast, diesen Podcast über Filme und Serien natürlich auch auf Spotify, Google, iTunes, Deezer, Audio Now und im RSS-Feed hören. Ich meine, das müssten alle Portale sein, wo man den Lodgecast hören kann. Hi, natürlich auch auf YouTube ohne Bild. Oh mein Gott, es ist wirklich viel. Es sind viel zu viele Plattformen. Falls ihr euch dafür interessiert, falls ich irgendwas vergessen haben sollte oder falls ihr den Link dazu braucht, findet ihr den natürlich auch unten in der Videobeschreibung auf YouTube zu den verschiedenen Plattformen, wenn ihr ihn dort rüber hören wollt, zum Beispiel in eurer, wenn ihr einkaufen geht oder sowas. Keine Ahnung, falls ihr dort den guten Lodgecast, beziehungsweise falls ihr mir zuhören wollt, dann. Ja, dann könnt ihr es dort auch gerne machen, weil ich glaube, auf YouTube zieht ein bisschen viel Datenvolumen. Aber wenn ihr zu Hause chillt, eine Runde am PlayStation spielen seid oder am Computer am Spielen seid, wenn ihr ein Skript schreibt, was auch immer, wenn ihr ein Video schneiden müsst, dann ja, irgendwas Gutes braucht zum Hören, dann könnt ihr natürlich auch den Lodgecast hören. Und ja, hi! Eigentlich hatte ich ein anderes Thema für diese Episode. Ich wollte nämlich meine Top 50 Horrorfilme durchgehen auf Letterboxd. Das Problem ist nur, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich aufnehme, ist Letterboxd down. Und das ist das letzte Mal, also ist der letzte Termin, wo ich aufnehmen kann, bevor die Episode herauskommt. Und deswegen muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen. Und deswegen reden wir in dieser Lodgecast-Folge so ein bisschen, wie habe ich überhaupt mit Filme gucken angefangen? Mit was für Filmen habe ich angefangen? Wo habe ich diese gefunden? Und ja, wie wurde ich insgesamt auf, in Anführungszeichen, gute Filme aufmerksam? Und ja, ich denke, es könnte ganz interessant sein. Natürlich aber erstmal, was habe ich in letzter Zeit geguckt? Aber auch da haben wir wieder das Problem. Ich weiß es nicht mehr so genau, weil ohne Letterboxd wirklich, ich weiß gar nichts mehr gefühlt ohne Letterboxd. Das ist so schlimm. Wirklich, musste gerade erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich meine letzten DVDs durchgegangen und habe mir gedacht, ah, okay, doch, das habe ich in letzter Zeit gesehen. Darüber kann ich ein bisschen sprechen. Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass diese Lodgecast-Folge auch wie die von letzter Woche etwas kürzer sein wird. Ja, weil mir halt das Thema fehlt, weil Letterboxd down ist und deswegen, ja. Aber ich wollte nicht, dass er ausfällt. Und deswegen werden wir dann erst nächste Woche wieder so richtig mit dem längeren Lodgecast reinstarten. Nämlich mit, was habe ich im August geguckt? Und ich kann euch sagen, das ist einiges. Und ich freue mich schon sehr darauf, euch das mit euch zu teilen. Das wird nämlich ziemlich cool. Ich habe nämlich im August viele coole Sachen gesehen. Und ich meine, ein paar Sachen davon gehen wir ja auch jetzt heute durch. Und ich möchte anfangen mit Film auf Mubi. Falls ihr Mubi habt, dann könnt ihr nämlich das auch direkt abchecken, dass in diesem 30 Tage, 30 Filme Angebot. Da sind jetzt momentan nämlich einige Klassiker von Jean-Pierre Melville drin. Und Melville ist so ziemlich einer, ist auch ein sehr, sehr einflussreicher französischer Filmemacher. Falls ihr Jean-Luc Godard heißt der, glaube ich, das ist auch ein ziemlich bekannter französischer Filmemacher zur gleichen Zeit. So in den 50ern bis 70ern waren die beiden vor allem sehr, sehr erfolgreich und haben das Kino, auf jeden Fall auch das europäische Kino, stark geprägt. Von Godard habe ich bisher nicht viel gesehen. Ich glaube nur, ach, wie hieß der nochmal? Breathless, glaube ich. Ich meine, so hieß der. Ist, glaube ich, auch einer seiner früheren Werke oder vielleicht sogar sein erstes Werk. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Der war auf jeden Fall auch in der Mubi-Mediathek und deswegen konnte ich ihn dort sehen. Ich fand ihn gut, aber jetzt nicht überragend. Und jetzt kommen wir wieder zu Melville. Und Melville ist halt so einer, der macht Gangsterfilme und so Heistfilme. Und das finde ich immer ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, wenn man sieht, dass ein Tarantino sich an ihm orientiert hat. Ein Scorsese, beziehungsweise natürlich fanden Melville bestimmt auch die Filme von Martin Scorsese ziemlich toll. Und Michael Mann ist, glaube ich, auch einer, der sehr stark von ihm beeinflusst wurde. Und deswegen, ja, auf jeden Fall Melville ein sehr prägender Filmemacher. Und ich habe schon von ihm vor einiger Zeit, ich glaube im Mai oder so, Les Samurai geguckt. Der heißt im Deutschen Der eiskalte Engel. Und das ist ein ziemlich sehr, sehr, sehr atmosphärischer Film, ein sehr kalter Film. Und auf jeden Fall sehr, sehr schöne Atmosphäre, hat mir gut gefallen. Aber von vielen Leuten wird er wirklich als das Meisterwerk angesehen.
Das habe ich jetzt nicht so gespürt bei dem, aber der ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Falls ihr den irgendwo gucken könnt, solltet ihr das echt unbedingt machen, denn der Eiskalte Engel, das ist wirklich ein, es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Film und deswegen auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Aber was ich richtig genial von ihm finde, ist Le Cercle Noir. Ich hatte kein Französisch, ich hatte Latein, es tut mir leid. Auf jeden Fall, der heißt im Deutschen Die Vier im Roten Kreis, meine ich. Und Die Vier im Roten Kreis war ein Film, da habe ich bei den ersten 50 Minuten gedacht, der geht mit der vollen Punktzeit davon. Der hat dann nach den 50 Minuten, hat er so, der geht auch relativ lange, dauert 140 Minuten. Und zwischen der ersten Stunde und also zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden ist dann schon kleine Längen und sowas. Aber gegen Ende geht dann der Film wieder, wird der Film wieder richtig, richtig interessant. Denn er baut sehr lange eine Vorgeschichte auf. Dann passiert eine der besten Filmszenen, ein paar der besten Filmminuten, die ich jemals gesehen habe. Nämlich es wird 30 Minuten lang ohne Dialoge ein vollkommen realistischer und praktisch penibel gezeigter Bankraub gezeigt. Es ist keine Bank, sondern ein Juwelierraub gezeigt, der fantastisch inszeniert ist. Wirklich, das ist einfach bahnbrechend. Und das ist einfach nur 30 Minuten pure Spannung, vor allem keine Dialoge. Es ist praktisch Ruhe. Und dadurch wird man so stark in diese Atmosphäre hineingezogen. Das ist unfassbar. Und das fand ich ganz beeindruckend an dem Film. Und auf jeden Fall dann den kurzen Epilog, das kurze Ende, das hat dann den Film natürlich rund gemacht, aber wirklich diese 30 Minuten, in dem dieser Heist passiert, sind unfassbar. Und wie schon gesagt, diese ersten 50 Minuten fand ich auch ziemlich, ziemlich stark, vor allem die Inszenierung. Sie ist wieder sehr, sehr kalt, fand ich, und sehr ruhig. Aber das hat für mich in dem Fall besser funktioniert als bei der Eiskalte Engel, obwohl der Eiskalte Engel auch wirklich, ich habe dem 8 von 10 Punkten gegeben, also auch wirklich, wirklich gut. Und die 4 im Roten Kreis ist dann knapp an der 10 von 10 vorbeigeschlittert mit 9 von 10 Punkten. Aber das kann dann, wenn ich die nochmal sehen sollte, irgendwann ganz anders aussehen. Und auch der Cast ist grandios. Also zum Beispiel auch Alain Delon spielt mit. Er spielt zum Beispiel auch die Hauptrolle in Der Eiskalte Engel. Der Eiskalte Engel, da spielt der Jeff Costello und das ist auch so eine ziemlich, ziemlich bekannte Figur. Insgesamt in den 67 ist der erschienen, das heißt in den 60ern des europäischen Kinos war auf jeden Fall diese gespielte Figur von Alain Delon ziemlich, ziemlich bekannt. Und wer auch mitspielt, ist Gianmario Volonté. Ich habe ihn safe falsch ausgesprochen, aber der spielt zum Beispiel El Indio in Für ein paar Dollar mehr, also im zweiten Teil der Dollar-Trilogie von Sergio Leone. Und ziemlich, ziemlich cool. Also toller Cast und insgesamt ein richtig, richtig spannender Film. Der hat Momente, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah, ist das schön gefilmt, boah, ist das kreativ gefilmt. Das war einfach ein famoser Film, wirklich. Ich war einfach über diese 140 Minuten, abgesehen von diesen kleineren Hängern, war ich wirklich hin und weg. Ich fand den genial. Ich fand den wirklich einfach nur fantastisch. Und deswegen kann ich nur sagen, ich freue mich jetzt, den gesehen zu haben. Und falls ihr den auch noch sehen wollt, der ist auf Mubi. Also der ist auf Mubi und da habe ich ihn gesehen. Da könnt ihr ihn noch sehen. Der ist auch, glaube ich, gerade erst reingekommen. Also ihr habt noch so 20 Tage Zeit, den zu gucken. Und deswegen, ja, ihr habt da noch ein bisschen Zeit. Und insgesamt auf Mubi sind jetzt ein paar Filme von Melville. Und da ist jetzt auch zum anderen, ist da noch Le Delors, Delors. Das tut mir leid, ich hatte kein Französisch. Wer ist der nochmal im Deutschen? Ich weiß es leider nicht mehr. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, den werde ich mir bald angucken. Was ich gesehen habe, ist 11 Uhr nachts. 11 Uhr nachts auch von Melville. Den fand ich nicht ganz so stark. Ich würde sagen, das ist bisher meiner Meinung nach sein schlechtester Film. Ich meine, es war auch sein erster Gangsterfilm. Und insgesamt, ich habe manchmal so ein bisschen meine Probleme mit diesem französischen Film-Noir-Kino. Ich weiß, viele finden das toll und ich kann das verstehen. Ich muss sagen, ich komme da nicht so wirklich rein. Ich muss selber sagen, ich habe mich bisher nicht viel mit Film-Noir beschäftigt.
Also klar, klassische Film-Noir-Streifen habe ich schon gesehen, zum Beispiel L.A. Confidente ist doch, meine ich, zum Beispiel ein klassischer Neo-Noir. Der dritte Mann zieht, glaube ich, als Film-Noir. Insgesamt, ich habe natürlich schon Noir-Streifen gesehen, bestimmt auch schon einige, aber ich habe mich jetzt nie wirklich tiefer mit diesem Genre befasst, weil es mich nie so wirklich gepackt hat. Aber vielleicht sollte ich das mal ändern. Hab ich eh schon in der Vergangenheit ein paar Mal überlegt, daraus ein Video zu machen. Aber auf jeden Fall 11 Uhr nachts konnte mir einfach nicht zusagen. Ich fand den relativ uninteressant, einfach in den Figuren, in der Geschichte. Ich hab halt davor die vier im Roten Kreis geguckt und den fand ich halt in allen Belangen besser. Klar, ist auch praktisch das Magnum Opus von Melville gewesen, die vier im Roten Kreis. Aber trotzdem kann man sich ja häufig auch in diesen frühen Werken der Regisseure verlieren, die man mag. Zum Beispiel beim Tarantino hatte ich das, da habe ich Reservoir Dogs erst relativ spät gesehen. Nicht als sein letztes Werk, glaube ich, aber schon relativ spät in seiner Filmografie. Und trotzdem finde ich den überragend. Und das kann ich einfach über 11 Uhr nachts nicht sagen. Ich habe dem 6 von 10 Punkten gegeben. Also schon relativ enttäuschend, aber ich bin sehr optimistisch, da ich vielleicht andere Filme von Melville mehr mag. Auf Amazon Prime ist auch gerade Armee im Schatten drauf. Das ist, meine ich, ein Antikriegsfilm von Melville. Und ja, auf den bin ich auch schon sehr gespannt, denn mein Kriegsfilm ist immer sehr interessant. Und Melville hat so eine ganz eigene Handschrift, eine sehr kalte Handschrift. Sie erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an einen Stanley Kubrick-Streifen im Gangster-Genre irgendwie. So, da muss ich manchmal so ein bisschen dran denken bei der Inszenierung. Und deswegen. Falls ihr irgendwas Interessantes gucken wollt in den nächsten Tagen und falls ihr Mubi habt, dann gibt auf jeden Fall mal die Vier im Roten Kreis eine Chance. Also Le Cercle Rouge. Es tut mir leid, ich kann wirklich kein Französisch. Aber der ist wirklich fantastisch. Richtig, richtig gut. Und ja, falls ihr sonst noch an Melville interessiert seid, wisst ihr ja jetzt auch, Armee im Schatten ist auf Amazon Prime und ja, ziemlich cool. Jetzt haben wir relativ lange über Melville gesprochen, aber ich wollte auch noch über drei andere Filme sprechen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich hoffe, ich habe noch nicht über sie gesprochen. Also bei zwei weiß ich, da ich noch nicht über sie gesprochen habe. Aber den anderen müsste ich eigentlich auch noch nicht, über den müsste ich eigentlich auch noch nicht gesprochen haben. Und das ist, ich möchte mit ihm auch anfangen, Bittersweet Life von Kim Ji-won. Er heißt doch Kim Ji-won, oder? Ja, genau, Kim Ji-won. Ihr kennt vermutlich Kim Ji-won. Er hat zum einen bei I Saw the Devil Regie geführt und zum anderen bei, was hat er noch? A Tale of Two Sisters hat er Regie geführt. Und was habe ich noch von ihm gesehen? Ich meine, er hat auch The Good, The Bad, The Weird gemacht. Ich meine, er hat die alle drei gemacht. Und das sind alles drei geniale südkoreanische Streifen. Also I Saw the Devil habe ich in der Vergangenheit häufiger darüber gesprochen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht wieder sagen, wie toll ich I Saw the Devil finde, denn es ist ein wunderbarer Film. Aber Kim Ji-won, ja genau, er hat alle Filme gemacht. Und es ist auf jeden Fall ein toller Regisseur, den ich auch so selber weiterhin im Blick haben möchte, weil ich ihn sehr, sehr interessant finde. A Tale of Two Sisters ist auch ein ganz, ganz prägender Streifen für das südkoreanische Kino, für die Bekanntmachung im Ausland. Ist auch 2003 erschienen, wie zum Beispiel Oldboy. Über den habe ich auch schon überlegt, ein Video zu machen, vielleicht über seinen Einfluss und sowas. Mal gucken, ob das kommt. Mal sehen. Und The Good, The Bad, The Weird ist zum einen natürlich eine Hommage an Sergio Leones legendären Streifen. The Good, The Bad, The Ugly, natürlich zwei glorreiche Halunken. Und ist mit Song Kang-ho, also für mich so ziemlich dem Star des südkoreanischen Kinos. Und Lee Byung-hun, der spielt auch in I Saw the Devil mit und auch in Bittersweet Life. Und A Bittersweet Life, beziehungsweise im Deutschen heißt er irgendwie Bittersweet Life. Ich verstehe nicht, warum sie das weggemacht haben, aber ja, keine Ahnung. Ich habe den Director's Cut zu Hause und ich mochte den auch sehr. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mal, wie viele Punkte ich dem gegeben habe. Ich glaube 7 oder 8. Ich glaube aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich dem 7 gegeben. Denn der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn ihr südkoreanische Filme mögt, dann könnt ihr sicherlich auch sehr viel mit dem anfangen. Ich muss aber sagen, was mich an dem so ein bisschen gestört hat, war zum einen die Länge. Ich fand den sehr, sehr lang mit 115 Minuten. Und ich fand das Ende, fand ich sehr problematisch.
Denn ich finde, der Film weiß nicht genau, wann er enden soll, und deswegen geht das Ende so ein bisschen, es wird für mich so ein bisschen zu übertrieben. Und deswegen, das war ein Problem für mich. Aber sonst erzählt der Film auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Es geht um einen Mann, also es geht um Sun Wu, und er ist die rechte Hand eines Gangsterbosses. Und er soll praktisch auf die Frau seines Bosses aufpassen. Und diese ist nun mal sehr, sehr jung. Ist ja jetzt auch nicht so was Ungewöhnliches in diesen ganzen asiatischen Ländern, aber die ist sehr, sehr jung. Und deswegen vertraut er ihr nicht, als er auf Urlaubsreise ist oder auf Geschäftsreise. Und deswegen soll die gespielte Figur von Lee Byung-hun auf ihn aufpassen, also auf sie aufpassen. Und auf jeden Fall, sie hat eine Affäre mit einem Kollegen oder mit einem Schulfreund. Das wird, glaube ich, nie so ganz geklärt. Und Lee Byung-hun entscheidet sich dann dafür, die Frau am Leben zu lassen, und also beziehungsweise das Liebespaar am Leben zu lassen. Und praktisch, dass der Boss praktisch nicht davon erfährt. Das Problem ist jedoch nur, dass das halt alles geheim zu halten. Und darum dreht sich der Film auch so ein bisschen um Loyalität. Die Figur von Lee Byung-hun steht so ein bisschen im Konflikt. Was soll er machen? Soll er die Frau, soll er praktisch, sie sind ja nicht unschuldig, aber soll er diese junge Frau praktisch umbringen, nur für seinen Boss, und dass er praktisch seine Pflicht getan hat, seine Loyalität überbracht hat, oder soll er halt für ihn das Richtige tun und einfach den Liebenden sagen, sie sollen sich nicht mehr sehen, sie dürfen sich nicht mehr sehen, aber dafür leben beide weiter. Und das ist ein ziemlich interessanter Konflikt, und daraus entstehen auch sehr, sehr viele geniale Szenen. Insgesamt, Lee Byung-hun ist ein fantastischer Darsteller, und ich schaue ihm immer wieder gern zu. Und deswegen kann ich nur sagen, Bittersweet Life ist auch ganz wunderschön in Sachen Choreografie. Es gibt nämlich echt wunderschön aussehende Szenen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die spielt bei Regen, hat auch ein bisschen was mit Matsch und sowas zu tun. Die sieht wirklich unfassbar genial aus. Und deswegen kann ich nur sagen, Bittersweet Life, eine riesige Empfehlung für jeden, der südkoreanisches Kino mag und der sich auch einfach so ein bisschen auch in dieses Gangster-Image, in diese ganzen Gangster-Filme reindenken kann. Der hat auf jeden Fall mit Bittersweet Life Spaß, und ja, wird ihn auch mögen. Der ist auch durchaus brutal. Ich habe ihn auch im Director's Cut gesehen, nicht in der koreanischen Kinofassung. Die koreanische Kinofassung ist nämlich nicht die präferierte von Kim Ji-woon, also vom Regisseur. Und deswegen ja, habe ich mir den Director's Cut gekauft. Ich weiß nämlich noch gar nicht, ob ihr den Film im Filmeinkauf gesehen habt. Wenn nicht, wird er dann dort auch in den nächsten Wochen irgendwann mal auftauchen. Welchen Film ihr auf jeden Fall schon im Filmeinkauf gesehen haben solltet, glaube ich, hoffe ich. Ich denke, ich möchte ja auch nicht alles vorwegnehmen, aber ihr wisst ja, ich habe das, glaube ich, ja schon letzte Woche gesagt, der Filmeinkauf, wirklich, der ist sehr, sehr lange vorproduziert. Ich habe so viel gekauft, und deswegen, ja, muss ich auch manchmal ein bisschen was vorgreifen. Aber ich denke, ich glaube, die beiden folgenden Filme, die habt ihr schon im Filmeinkauf gesehen. Ich bin mir aber dann nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich mache weiter mit Amadeus. Und Amadeus habe ich ja im Director's Cut gekauft. Der dauert etwa 20 Minuten länger als die Kinofassung. Und Amadeus ist keine Biografie, sondern basiert, glaube ich, auf einem Theaterstück von, das dann auch irgendwie um 1800 oder so geschrieben wurde. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall basiert jetzt nicht komplett auf dem Leben von Wolfgang Amadeus Mozart, aber er hat ihn trotzdem halt als Hauptfigur, und natürlich gibt es auch sehr stark eine Orientierung an sein Leben, zum Beispiel an sein Rockstar-Leben im Endeffekt. Ich meine, es wird ja auch immer gesagt, Wolfgang Amadeus Mozart war der erste Rockstar, den es jemals gegeben hat. Und das sieht man auf jeden Fall auch in diesem Film wieder. Der Film war auch für insgesamt nicht nur nominiert, sondern hat 8 Oscars gewonnen, nämlich auch bester Film zum Beispiel. Ich meine, es ist vom gleichen Regisseur, der auch Einer flog über das Kuckucksnest gemacht hat, was auch ein famoser Film ist. Und auf jeden Fall kann ich nur sagen, genialer Film. Genau, Milos Forman heißt er, glaube ich, oder Forman.
Und ja, richtig, richtig starker Film. Der dauert zwar 180 Minuten, das heißt sehr, sehr lang, aber die Laufzeiten merkt man im Film echt nicht an. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der mir so gut gefällt. Ich habe dir nämlich 9 von 10 Punkten gegeben. Klar, auch der die ein oder andere Stelle, wo der vielleicht ein bisschen zu lang ist, aber ich habe mir dann auch den Schnittbericht durchgelesen und ich bin der festen Überzeugung, dass die 180 Minuten auf jeden Fall besser sind als die 100, ich glaube 165 Minuten, wie die Kinofassung nun mal lang ist. Denn ich finde, in diesen 15 Minuten wird extrem viel Wichtiges weggeschnitten, dass der Story extrem viel Tiefe nimmt. Und deswegen finde ich, dass der Director's Cut, der hat mehr Tiefe, die Figuren werden einem besser verständlich. Und deswegen, ich fand den wirklich, wirklich genial. Und es geht in diesem Film es spielt in Wien im Jahre 1781. Und Wolfgang Amadeus Mozart kommt praktisch an den Hof in Wien. Und er trifft dort auf den Hofkomponisten Antonio Salieri. Und der ist vollkommen von Neid zerfressen, weil er empfindet praktisch das an Mozart, was praktisch alle anderen nicht hören. Er ist diese Engel, diese Gott, er sagt praktisch, er ist die Stimme Gottes. Gottes spricht aus diesem ja sehr vulgären Menschen, der nicht so fein ist, wie er es eigentlich erwarten würde. Und er ist halt dadurch sehr neidzerfressen. Er denkt sich, ich möchte das sein. Und zum Beispiel hört er dadurch auch auf, der Salieri an Gott zu glauben. Und er versucht praktisch Mozart den Erfolg zu zerstören. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es ist ein sehr, sehr interessantes Machtspiel auch. Und deswegen kann ich nur sagen, sehr, sehr interessanter Film. Hat mir wirklich exzellent gefallen. Also auch geniale Sets, geniale Kostüme. Es wirkt einfach sehr, sehr realistisch. Tolle Schauspieler, muss ich sagen. Und deswegen einfach ein sehr, sehr starker Film. Für viele sicherlich auch perfekt. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Amadeus hat mich auch echt sprachlos dasitzen lassen. Toller Film. Echt ein richtig, richtig toller Film. Und eigentlich kann ich gar nicht so viel mit klassischer Musik anfangen, aber diese bekannten Musikstücke von Wolfgang Amadeus Mozart, die kennt man natürlich und die dann auch zu hören ist richtig, richtig toll. Also, und auch die Erzählweise in Amadeus fand ich sehr gut, denn es wird praktisch der Film ist praktisch eine Nacherzählung und das ist auch ziemlich, ziemlich cool und deswegen Amadeus auch eine riesige Empfehlung. Und der letzte Film, da weiß ich nicht, ob ihr den schon im Filmeinkauf gesehen habt. Da bin ich mir etwas unsicher. Das ist Almost Famous. Also, das ist der gute Fast Berühmt, heißt der im Deutschen. Beziehungsweise, ich hab zum einen natürlich die Langfassung und die Kinofassung. Aber ich habe bisher nur die Langfassung gesehen und ich werde das auch nicht ändern. Und die Langfassung dauert ja 155 Minuten. Das ist fast 40 Minuten länger als die Kinofassung. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, nee, dann gucke ich die Langfassung, weil 40 Minuten ist schon einiges. Und deswegen, ja, kann ich nur sagen, auch das habe ich nicht bereut. Der Film schafft es nämlich, der spielt in den 70ern und er behandelt das Thema es gibt da diesen 15-jährigen Jungen und der ist totaler Rock-Fan. Und seine Mutter, sie ist halt so ein bisschen. Sie ist so christlich getrimmt und der ist alles nicht geheuer. Und trotzdem, sie möchte aber trotzdem ihrem Sohn nicht im Wege stehen, weil sie hat schon die Tochter verloren, weil sie so eingeengt hat. Ist nämlich abgehauen und wurde Stewardess. Und deswegen gibt sie ihrem Sohn ein paar Freiheiten. Und deswegen also folgt er dann einer Band er wird dann vom Rolling Stone als Journalist engagiert. Die denken, er wäre viel älter, aber er ist ja nur 15. Und dann kommt er wird er mit als er soll ein Interview mit denen führen und das Titelblatt schreiben von dieser Tour, weil es eine aufstrebende Band ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Band heißt. Ich glaube Stillwater, was meine ich? Ja, genau. Und das ist schon mal sehr, sehr charmant, vor allem weil es auf dem realen Leben des Drehbuchautors, glaube ich, teilweise basiert. Cameron Crowe oder was der Regisseur, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich meine, der Drehbuchautor, der Regisseur hat auf jeden Fall auch
als Jugendlicher oder als Teenager oder sonst irgendwas, ja, wenn man halt Mitglied bei einer Band, also nicht Mitglied bei einer Band, sondern man begleitet die Band als Journalist und schreibt da dann einen Bericht dazu zur Tour. Und ja, das ist auf jeden Fall dann, darum dreht sich halt der Film, dass halt dieser 15-jährige Junge diese Band mit begleitet auf ihrer Tour. Und da gibt es natürlich auch Streitereien unter der Band. Und er trifft auch auf, wie heißt sie nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Pamela, was? Pamela Lane? Irgendwie Penny Lane. Es war Penny Lane. Und sie wird gespielt von Kate Hudson. Wundervoll wird sie gespielt von Kate Hudson. Hat auch 2001 den Golden Globe für beste Nebendarstellerin bekommen. Und auf jeden Fall, sie ist halt, sie ist kein Groupie, sondern sie ist Band-Aids, wird gesagt. Die nämlich nicht, ja, die einfach nicht wild mit einfach mit den Bands, die dann schläft, sondern, ja, die einfach wirklich zeigt, was ist ein wahres Groupie. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Film teilweise. Aber vor allem nur in der Langfassung, denn ich habe mir auch dort wieder den Schnittbericht angeguckt und muss sagen, dass die Kinofassung, ich finde sie deutlich schwächer als die Langfassung, weswegen ich sie auch vermutlich niemals sehen werde. Denn es sind so viele gute Szenen aus der Langfassung fehlen in der Kinofassung. Und das finde ich so enttäuschend. Vor allem Philipp Seymour Hoffman spielt auch mit. Und Philipp Seymour Hoffman ist so ein wundervoller Darsteller. Er ist leider viel zu früh verstorben. Und auf jeden Fall, seine ganze Rolle bekommt in der Langfassung einfach viel mehr. Sie hat nicht viele Szenen, aber die Szenen, in denen Philipp Seymour Hoffman mitspielt, sind einfach so unfassbar gut, dass es allein dafür wert ist, den Film zu gucken. Und ich finde, der Film versprüht auch einfach auch wieder so eine Art Lebensgefühl. Er hat eine tolle Musik, zum Beispiel Tiny Dancer von Elton John ist mit dabei. Ich weiß, ich glaube sogar eigene Songs wurden für den Film komponiert, ich weiß aber nicht genau. Und auf jeden Fall, Almost Famous ist ein richtig, richtig wundervoller Film. Hinten auf der Verpackung des Films steht auch drauf: ein grandioser Trip in die Zeitmaschine, Sex vor AIDS, Musik vom MTV und die 70er vor Disco und Spiegelkugeln. Und einfach ein richtig, richtig tolles und ein richtig, richtig toller Film. Er hat von mir 8 von 10 Punkte bekommen. Und der ist auch teilweise wirklich sentimental. Es gibt auch wirklich unfassbar packende Szenen, der ist spannend, hat aber, wie schon gesagt, auch viel, viel Humor und einfach ein richtig toller Film, von vorne bis hinten. Und deswegen, falls ihr Almost Famous noch nicht gesehen habt, vor allem die Langfassung nicht, dann kann ich euch das nur ganz, ganz dringend empfehlen. Also auch ein langer Film, wie schon gesagt, 155 Minuten, aber trotzdem richtig, richtig toll. Die Langfassung könnt ihr aber auch nur auf Englisch gucken, dann mit deutschen Untertiteln, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, aber ich gucke ja den meisten Filme eigentlich eh nur im Original und deswegen, ja, es ist dann halt so. Auf jeden Fall, das war so, was ich in letzter Zeit geguckt habe. Es war jetzt sehr ausführlich und es waren gar nicht so viele Filme. Ich glaube, es waren nur 6 oder 7 Filme. Aber ja, die Filme waren es auf jeden Fall auch wert, dass man so lange über sie spricht. Und ja, nächste Woche spreche ich dann noch viel, viel länger über Filme, die ich gesehen habe. Dann nicht ganz so ausführlich über die ganzen Filme, aber ja, dafür über ganz, ganz viele. Nämlich über alle, die ich im August gesehen habe. Beziehungsweise nicht alle, sondern alle, über die ich noch nicht im Lodgecast gesprochen habe. Und ich würde sagen, wir können dann anfangen mit dem Thema. Nach 30 Minuten. Ich glaube, so lange haben wir noch nie gebraucht, um bis zum Thema zu kommen, oder? Das hat jetzt wirklich lang gedauert. Also, ja, gut. Ist dann halt so. Ich meine, das Thema ist jetzt eh nichts so unfassbar. Also sowas, wo ich unfassbar lang drüber erzählen kann. Ich möchte einfach so ein bisschen darüber erzählen, wie habe ich denn mit Filme gucken angefangen und mit welchen Filmen habe ich angefangen, beziehungsweise so richtig. Natürlich habe ich ich glaube, ich habe mir nach der Kommunion, das heißt dritte Klasse, hat mein Vater mir empfohlen, Star Wars zu kaufen. Die ersten, ich habe mir zuerst nur 4 bis 6 gekauft und so kam ich, ich hatte einen Kontakt zu Star Wars, dann habe ich mir 1 bis 3 gekauft, habe gemerkt, dass alle bis auf 3 shit sind. Und also die Prequels sind bis auf 3 shit. Und ich bin ja auch heutzutage kein großer Fan von Episode 3. Aber früher war es mein Lieblings-Star Wars-Film, wegen den Lichtschwertern. Wegen den ganzen Lichtschwertkämpfen. Deswegen war Star Wars Episode 3 mein Lieblingsfilm. Ich glaube, ist doch insgesamt bei allen Kindern so, oder? Eigentlich lieben alle Kinder Star Wars Episode 3, weil es so viel Action geil. Man guckt ja Star Wars wegen den Lichtschwertkämpfen.
Und dann wird man älter, dann wurde ich 12, ja, irgendwie sowas. Und dann checkt man langsam, Star Wars ist eigentlich so viel mehr als die Lichtschwertkämpfe. Und dann merkt man, ah, vielleicht ist Star Wars Episode 3 doch nicht das Gelbe vom Ei. Und ja, ich meine, die Originalen hab ich schon immer geliebt. Und ja, dann habe ich einfach nur bemerkt, dass 3, also ich glaube, meine Reihenfolge früher war 3, 5, 4, 6 und dann der Rest. Und heutzutage ist ja 5, 4, 6, 8. Was kam dann? Dann kam, glaube ich, 7, Rogue One. Und ja, es geht so weiter, keine Ahnung. Und ja, über Star Wars könnten wir eigentlich auch irgendwann mal reden. Ich meine, über Star Wars hat doch letztens der Controversial Cinema Club geredet. Also, falls ihr daran interessiert seid, checkt deren Podcast auf jeden Fall auch aus. Ziemlich gut. Ziemlich guter Podcast. Und auf jeden Fall, wo war ich? Wo war ich? Shit. Star Wars. Auf jeden Fall, ja, Star Wars hat man natürlich als Kind geguckt. Herr der Ringe wurde mir einfach irgendwann mal die Dreier-DVD-Box in die Hand gedrückt, die ich auch immer noch habe, die ich jetzt auch im Filmsammlungsvideo gezeigt habe, die wir seit, keine Ahnung, dann 15 Jahren oder so haben oder noch länger, keine Ahnung. Und ja, die habe ich dann natürlich dann auch mal als Kind geguckt, beziehungsweise wie alt war ich da? Vielleicht 10, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war natürlich auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Herr der Ringe ist toll. Ganz früh, also ich glaube, der erste erwachsene Film, in Anführungszeichen, den ich geguckt habe, war Jurassic Park mit 4 Jahren damals, weil ich war ein sehr großer Dino-Fan und meine Eltern erzählen auch immer wieder gerne die Story, wie ich im Saturn oder im Mediamarkt war und dann mit 4 Jahren gefragt habe: Habt ihr schon Jurassic Park? Und was heißt, habt ihr schon Jurassic Park? Ich weiß nicht, was mit mir los war. Der Film ist aus den 90ern. Was heißt, habt ihr schon Jurassic Park? Was war los mit mir? Als ob das mein vierjähriges Ich noch nicht wusste. Und, ja, auf jeden Fall, Jurassic Park fand ich toll. Ich hatte ganz lange A Rick Attack zu Hause. Ich durfte ihn nämlich nicht gucken, weil ich noch zu jung war. Ich hatte ab den irgendwie mal, als ich 5 oder 6 war, wollte ich den unbedingt haben. Da haben meine Eltern gesagt, okay, du darfst den, du bekommst den, aber du musst warten, bis du älter bist, bis du den gucken darfst. Und dann habe ich den irgendwie dann mit 12, nee, ich war nicht 12, ich war jünger, keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich den dann geguckt. Also er lag irgendwie auch 3 Jahre oder so bei uns zu Hause rum. Keine Ahnung, oder irgendwie sowas, ich weiß noch nicht mehr genau. Schon so lange her, ich bin froh, dass ich weiß, was ich gestern geguckt habe. Was habe ich denn mal gestern geguckt? Egal. Und, auf jeden Fall, ja. A Rick Attack. A Rick Attack ist ja auch so ein Guilty Pleasure von mir, einfach weil es mich so lange begleitet. Und was natürlich auch eine große Erfahrung war für mich, war das erste Mal Tarantula. Da war ich, glaube ich, ich müsste so 8 oder 9 gewesen sein. Und ich kannte Tarantula nur als diese. Ich weiß nicht, woher ihr kommt, aber vielleicht kennt ihr das Phantasialand. Ist ja eigentlich auch so einer der größten Freizeitparks in Deutschland. Und der ist ja bei Köln. Und natürlich war ich als Kind häufig im Phantasialand. Und ihr müsst wissen, es gibt die Hollywood Tour. Und die Hollywood Tour ist so eine Art Wasserbahn, aber ohne Action, sondern du fährst einfach nur entspannt im Wasser halt. Und dort triffst du auf verschiedene bekannte Filmfiguren. Zum Beispiel war dort, als erstes triffst du auf den weißen Hai, dann triffst du auf Tarantula, dann triffst du auf Sindbad, glaube ich. Ich meine, Sindbad ist das. Dann kommt Frankenstein. Dann kommt 20.000 Meilen unter dem Meer, dann kommt Tarzan, dann kommt der Zauberer vom Oz heute. Früher war es nämlich die Vögel und zum Schluss dann King Kong. Und ich war natürlich, ich war früher als Kind ein spinnenbegeisterter Mensch. Und deswegen fand ich natürlich immer Tarantula am besten. Und deswegen, ja, wollte ich halt unbedingt Tarantula gucken. Und irgendwann haben meine Eltern mir den dann mal mitgebracht. Dann habe ich ihn geguckt und Tarantula, es ist ein wundervoller Film. Die Effekte sind auch wunderbar und oh, ich liebe Tarantula. Nicht umsonst ist er ja in meiner Top 20 meiner Lieblingsfilme, weil ich ihn halt einfach so, ich liebe ihn einfach. Ich kann den rauf und runter gucken. Er dauert ja auch, glaube ich, auch nur 70 Minuten oder so. Er ist relativ kurz, aber ich finde, er hat trotzdem eine schöne Dramaturgie. Also, wie man Zeit für so einen Bug-Movie der 70er halt erwartet. Und ja, ich finde, der macht auf jeden Fall schon einiges richtig und deswegen, ich liebe ihn, ich liebe Tarantula. Und Tarantula war auf jeden Fall auch ein Film, den ich als Kind sehr, sehr toll fand. Aber darüber habe ich auch schon in der Vergangenheit häufiger geredet.
Und ich weiß, natürlich verliebt man sich dann auch irgendwie in Filme. Ich wurde auch mit Disney groß, also ich habe eigentlich alle Disney-Filme als Kind geguckt, von König der Löwen, Aladdin, nach einfach alles. Auch diese ganzen alten Filme, Kapp und Kappa fand ich richtig toll, finde ich auch noch richtig toll. Wie heißt nochmal, Bernhard und Bianca zum Beispiel auch, finde ich auch ein sehr, also nicht unbedingt zu unbekannten, weil Bernhard und Bianca kennen natürlich schon viele. Aber trotzdem, ich finde, das ist auch so ein Film, den sollte man ruhig im Hinterkopf behalten. Bernhard und Bianca ist ein wundervoller Disney-Film. Ich finde den toll, beide Teile. Obwohl ich die natürlich zuletzt als Kind geguckt habe. Also, da spreche ich auch nur ein bisschen aus Erinnerungen. Aber ich habe eigentlich fast alle Disney-Filme geguckt. Und vor allem halt als Kind. Und dort hatte ich natürlich auch meinen Favoriten mit. Ich fand Monster AG ziemlich toll. Ich finde Monster AG immer noch ziemlich toll. Und auch Findet Nemo oder sowas. Auch Findet Nemo ist auch so ein wundervoller Film. Mit diesen Märchen konnte ich natürlich jetzt, ich war ein Junge, okay, mit diesen Märchen konnte ich natürlich nicht so viel anfangen, aber trotzdem wurde natürlich Schneewittchen geguckt und Die Schöne und das Biest. Muss natürlich trotzdem mehr geguckt werden für die Allgemeinbildung, aber ich war schon eher so auch so Pixar begeistert, wie schon gesagt, Monster AG, Findet Nemo, aber halt auch König der Löwen zum Beispiel, so Klassiker halt. Und deswegen, das fand ich ganz toll. Aber so wirklich meine Leidenschaft für Filme habe ich dann entdeckt, als mein Onkel mir The Dark Knight gezeigt hat. Und das war auch einer der Filme, die mich sehr verfolgt haben. Und da habe ich mich dann auch häufiger damit beschäftigt, wer sind eigentlich die Schauspieler und aus was für Gründen auch immer wurde ich dann auf Leonardo DiCaprio aufmerksam. Der hat zu der Zeit The Wolf of Wall Street gefilmt. Und so wurde The Wolf of Wall Street der erste Film, den ich gekauft habe, weil ich einen Schauspieler gesehen, weil ich den Film von einem Schauspieler sehen wollte. Ich wusste, ich möchte den neuen Film von Leonardo DiCaprio gucken, also habe ich meine Oma in den Saturn gesteppt und habe gesagt, ich möchte den Film haben. Das heißt, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 14 oder so oder 13, irgendwie sowas. Und habe dann gesagt, hey, ich möchte Wall Street haben. Und dann habe ich den geguckt und ich habe mir gedacht, das ist die Offenbarung. Und das Lustige war, ich habe den Film praktisch vor meinen ganzen Freunden geguckt, deutlich vor meinen Freunden. Und dann, ja, ich war hin und weg. Und meine ganzen Freunde waren dann, oh mein Gott, du hast diesen Film, du hast The Wolf of Wall Street zu Hause. Und ich habe ihn gezeigt und ich war der coolste Mensch aller Zeiten, weil ich einfach der Entdecker von The Wolf of Wall Street war. Und davor kannte ich halt mit Leonardo DiCaprio nur sowas wie Catch Me If You Can. Die Steven Spielberg-Filme werden natürlich einem auch als Kind vorgesetzt. Indiana Jones hat zum Beispiel mein Vater die Blu-ray-Box mitgebracht. Die wurden natürlich geguckt. Avatar, Harry Potter, aber das ist ja alles so normale Basic-Sachen. Das sind ja diese ganzen, das guckt ja eigentlich schon jeder als Kind, würde ich sagen. Deswegen ist es auch ein bisschen langweilig. Aber The Wolf of Wall Street war wirklich so einer der ersten Filme, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig waren für meinen Filmkonsum und für mein Filmerlebnis. Und wo ich auch gar nicht noch so auf Hilfsmittel von Webseiten oder so angewiesen war, sondern wo ich einfach selber noch geguckt habe, was interessiert mich, beziehungsweise ich habe mich gar nicht nach der Handlung beschäftigt, sondern ich habe wirklich nur den Film gekauft, weil Leonardo DiCaprio da drauf war. Und und ich glaube, ich habe auf Filmstarts gesehen, dass der Film eine extrem gute Bewertung hat. Ich meine, das war alles, was ich wusste. Und dann wollte ich ihn haben. Und insgesamt Filmstarts ist ja, ich weiß nicht, vermutlich die größte deutsche Filmzeitschrift, würde ich sagen. Ich kenne zumindest keine andere, die genauso groß ist. Oder Online-Filmzeitschrift. Und auf jeden Fall, Filmstarts hat ja auch so eine die bestbewerteten Filme auf der Seite. Und da habe ich mich früher auch sehr viel dran orientiert. Zum Beispiel habe ich da eines Tages mal 7 gesehen. Und ich wusste nicht genau, was 7 ist. Und dann habe ich ihn gesehen, einfach so. Ich habe nämlich einfach so auf Filmstarts vertraut. Und ich war begeistert. Ich war begeistert, aber davon muss ich ja vermutlich keinen erzählen, denn 7 ist ein wundervoller Film. Und ich habe gar nicht gesehen, dass es vom gleichen Regisseur ist. Aber ich hab so gesehen, Fight Club. Was soll das sein? Und warum ist der so weit oben? Ich habe mir gedacht, was ist das? Und dann habe ich mir gedacht, soll ich den jetzt einfach mal gucken? Und ich habe ihn dann einfach mal angemacht und habe mir gedacht, jo, ich gucke den jetzt einfach mal, gucken, was mich erwartet. Wie alt war ich? Lasst mich 15 gewesen sein vielleicht. Ich weiß nicht. Ist das erst 5 Jahre her? Schwer zu sagen, ich weiß nicht genau. Aber vermutlich war ich sowas wie 15 oder so. Und dann habe ich einfach mal Fight Club angemacht. Und es war auf jeden Fall
eine riesige Erfahrung. Auf jeden Fall eine der prägendsten Ereignisse meiner Filmlaufbahn. Also wie ich Filme konsumiert habe. Denn Fight Club war für mich ein Film, mit dem ich mich noch ganz viel mit den Hintergrund-News und alles beschäftigt habe. Und deswegen, ja, auch ein ziemlich wichtiger Film. Und wie schon gesagt, ich habe mich halt viel durch die bestbewerteten User-Wertungen bei Filmstarts durchgearbeitet. Ich habe Filme gesehen wie Leon der Profi oder dann Filme wie, keine Ahnung, die 12 Geschworenen vermutlich auch. Was natürlich auch davor schon gekannt habe, war zum Beispiel Schweigen der Lämmer. Den habe ich auch schon relativ früh gesehen, weil meine Mutter mir den empfohlen hat. Oder Gladiator natürlich. Auch ein Film, den ich sehr, sehr häufig, als ich klein war, geguckt habe. Alien wurde mir, glaube ich, aber damals durch zum Beispiel Cinema Strikes Back empfohlen. Beziehungsweise damals waren sie ja noch nicht Cinema Strikes Back, sondern damals war das noch die Filmfabrik. Und beziehungsweise halt dann die Jungs um Alpa, Marius und Jonas. Und um das einfach mal vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Und die haben mir auch sehr, sehr viel beigebracht über Film und wie man Filme anders konsumiert, auch abseits des Mainstreams. Und zum Beispiel auch ein sehr prägendes Ereignis war dort, dass Alpa eine Uhrwerk Orange-Kritik hochgeladen hat. Und er hat erzählt, dass es sein Lieblingsfilm ist. Und ich gucke gerade auf YouTube, wie lange das her ist. Und ich glaube, ich habe mir noch am gleichen Tag, es war am 18.06.2016, kam diese Kritik hoch. Und also wurde diese Kritik hochgeladen. Und ich glaube, ich habe mir noch am gleichen Tag diesen Film auf iTunes gekauft, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, Alpa spricht so gut über diesen Film. Ich muss den sehen. Er hat gesagt, es ist sein Lieblingsfilm. Und ich meine, es war, ich weiß nicht, ob es meine erste Erfahrung war mit Stanley Kubrick. Ich weiß nicht, ob ich davor schon 2001 oder The Shining gesehen habe. Vielleicht habe ich davor schon The Shining gesehen, das könnte sein. Aber auf jeden Fall Uhrwerk Orange war auch ein wichtiges Ereignis, weil ich mich auch dann mehr mit Filmkritik beschäftigt habe. Davor habe ich nur Filmkritik gesehen. Ich habe mir gedacht, ah, okay, der Film ist gut, der Film ist schlecht. Aber es wurde analytisch. Und dafür habe ich mich dann auch interessiert. Und das versuche ich ja auch immer wieder auf, ja, oder auch in meinen Videos halt beizubringen, dass Filme gar nicht, dass eine einfache Kritik gar nicht möglich ist, sondern einfach auch Filme analysiert werden müssen. Zum Beispiel wie Musik oder wie Bücher oder wie sonst irgendwas. Und deswegen, das war auch ein wichtiges Ereignis, dass ich mich darum mit Filmanalyse beschäftigt habe. Und da kommt dann natürlich wieder zu anderen Filmen. Und bei Filmanalyse ist natürlich auch im deutschen Bereich ganz wichtig Nerdkultur. Nerdkultur war auch ein Kanal, den ich dann entdeckt habe und der dann auch sehr wichtig war für mein Filmempfinden, weil ich dort dann Filme gesehen habe, die ich auch gar nicht noch so richtig kannte, aber wo mir das schon beigebracht wurde, was haben die für eine Bedeutung und was haben die für eine Auswirkung gehabt auf die Filmgeschichten? Das fand ich so interessant, dass ich mich dann halt dann immer weiter damit beschäftigt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das erste Video war, was ich von Nerdkultur gesehen habe, aber ich fand viele fand ich sehr, sehr beeindruckend. Zum Beispiel auch selbst so beim, dass man selbst bei so Mainstream-Blockbustern so viel oder so, ja, dass man so viel dazu sagen kann. Zum Beispiel auch sein Video über Baby Driver, wenn die Musik zum Bild wird. Baby Driver ist ein wundervoller Film und das war auch für mich dann wie so eine, dadurch habe ich dann Edgar Wright kennengelernt durch dieses Video, weil ich mich dann mit Baby Driver beschäftigt habe. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wer ist der Mann hinter Baby Driver? Und so habe ich Edgar Wright kennengelernt und so habe ich dann die Cornetto-Trilogie kennengelernt. Und deswegen, für mich war auf jeden Fall YouTube ein ganz wichtiger Ort, um mich mit Film zu beschäftigen oder erstmal von Film zu lernen. Und das ist ja auch etwas, was ich versuche, auf diesem Kanal so ein bisschen weiterzugeben. Ich glaube, ich habe dafür zwar, ich glaube, die meisten kennen sich zwar mindestens genauso gut aus mit Filmen wie ich, wenn nicht sogar deutlich besser. Aber das finde ich ja eigentlich auch schön, dass trotzdem YouTube so eine Plattform ist, auf der man selber auch noch so gut lernen kann von seinen Abonnenten bzw. von seinen Zuschauern. Und es ist so ein Geben und Nehmen. Und vor allem bei Filmkritik bin ich noch immer froh, wenn man dann einen Kommentar bekommt, wie der andere halt den Film findet, wenn man in die Diskussion kommt und man erfährt, was denkt sich ein anderer über die Filme und wo sieht der andere positive Punkte, wo man vielleicht einen negativen Punkt gesehen hat und alles. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall wunderschön an dieser Plattform, dass man einfach so gut darüber reden kann und beziehungsweise darüber schreiben kann.
Und deswegen, YouTube war ein ganz wichtiger Ort. Filmstarts habe ich vor allem zu meiner Anfangszeit benutzt. Irgendwann bin ich dann zu IMDb rübergegangen. Natürlich vor allem als ja, ich war dann so, ja, lass mich 15, 16 gewesen sein, habe ich dann natürlich gedacht, oh mein Gott, die bestbewerteten Filme auf der größten Filmplattform der Welt, ich muss sie alle sehen. Und natürlich ist es, natürlich muss man heutzutage sagen, ja, IMDb hat jetzt nicht in seiner Top 250 die besten Filme aller Zeiten. Da fehlt der ein oder andere Film, meiner Meinung nach. Aber ich denke, um da mal reinzukommen, das Thema, und als Mainstream-Zuschauer kann man da auf jeden Fall sich dran orientieren teilweise. Klar, nicht an allem. Da ist auch viel Schund drin. Aber da ist auch sehr viel Wundervolles drin. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall als Mainstream-Zuschauer, es ist kein schlechter Anfang, wenn man mit IMDb anfängt. Wenn man sich dort mal ein bisschen durch die 250 durcharbeitet, beziehungsweise einfach mal guckt, was gefällt einem, was hat man vielleicht sogar schon gesehen. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, ich habe ja schon den einen oder anderen guten Film gesehen. Und das ist dann auch ein schönes Ereignis. Zum Beispiel, ja gut, ich wusste bei Herr der Ringe zum Beispiel, dass sie wundervoll sind, oder bei Star Wars, dass alle die lieben, das weiß man natürlich, wenn man ja schon als Kind darüber spricht. Aber zum Beispiel The Dark Knight dann auf Platz 4 der bestbewerteten Filme aller Zeiten zu sehen, da fühlt man sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen bestätigt. Und ja, weil auf Letterboxd kam ich ja erst relativ spät, ja erst letztes Jahr, aber Letterboxd ist ja auch eine wundervolle Plattform, und auch dort lernt man, finde ich, ganz, ganz viel. Zum Beispiel, Letterboxd hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, mich mehr mit Ingmar Bergman zu beschäftigen, zum Beispiel, oder mit Andrzej Tarkowski. Ich wüsste nicht ohne Letterboxd, ob ich mich jetzt schon heute mit diesen Leuten beschäftigt hätte. Und auf jeden Fall wundervoll. Wundervoll. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist ganz, ganz wichtig, mit anderen Leuten auch in Kontakt zu kommen bei Filmen. Bei Filmen ist es nicht. Es bringt nichts, wenn man einfach nur jeden Tag bei sich zu Hause sich hinsetzt und sagt, ja, ich gucke jetzt 5 Filme. Das ist gar nicht der Sinn hinter Filmen, sie einfach als Massenware hintereinander zu gucken. Klar, bei manchen Filmen ist das so, zum Beispiel bei den Marvel-Filmen, insgesamt bei den Blockbustern, nicht immer nur Marvel, insgesamt jeder Blockbuster eigentlich. Da, natürlich muss man sich da jetzt nicht immer hinter jedem Film hinsetzen und ihn analysieren, aber auch manche Blockbuster sind es wert, analysiert zu werden. Zum Beispiel Dark Knight, da kann man auch sehr viel in Sachen Terrorismusforschung analysieren. Oder was bedeutet diese Maschine am Ende zur Überwachung der ganzen Leute, um herauszufinden, wo der Joker ist? Was macht es aus Batman? Ist Batman dadurch doch überhaupt der Gute, wenn er die Mitte dem Zweck vorzieht, was so rum, ich weiß nicht mehr genau. Und auf jeden Fall, ich glaube, man kann bei jedem Film halt sowas entdecken. Selbst bei dem schlechtesten Film aller Zeiten kann man vermutlich irgendwas analysieren. Zumindest hoffe ich, dass sich Leute so viele Gedanken darüber machen, wenn sie einen Film drehen, dass man ja über manche Punkte verschieden denken kann und verschieden analysieren kann. Und vielleicht, dann auch über verschiedene Sachen diskutieren kann. Das ist ja eigentlich immer etwas Gutes. Und ja, auf jeden Fall, so habe ich damals mit Filmen angefangen, mit vor allem YouTube-Videos gucken, mit Cinema Strikes Back, beziehungsweise die Filmfabrik halt, und Nerdkultur, oder was habe ich noch so für auf YouTube geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe dann auch relativ früh halt auch angefangen, selber Videos zu machen. Ich meine, 2017 habe ich ja angefangen, das heißt, da war ich noch 16, ich wurde dann noch im selben Jahr 17, aber als ich angefangen habe, war ich ungefähr 16,5, irgendwie sowas. Also auch sehr, sehr früh. Also auch mit sehr, sehr wenig Ahnung mit Filmen habe ich angefangen. Aber halt einfach, weil es ja eigentlich auch so schön ist, weil selbst wenn man wenig Ahnung von Film hat, kann man ja über Filme reden. Also man kann Filmkritiken schreiben, man kann sagen, wie man ihn findet. Natürlich denkt man vielleicht dann in 5 Jahren anders über den Film. Oder in einem Jahr anders. Ich meine, ich habe ja meine Blade Runner Kritik, über die ich gerne rede, wo ich den Film wirklich nicht gut fand. Dann habe ich ihn ein Jahr später nochmal geguckt und empfand ihn als Meisterwerk. Aber das ist ja vollkommen okay. Das ist ja eigentlich ein schöner Punkt, dass man auch selber sieht, dass man sich analytisch weiterentwickelt bei Filmen und dann vielleicht sich vollkommen anders in die Werke verlieren kann. Und deswegen, Film ist eine wundervolle Sache. Und ja, schön. Einfach nur schön. Ja, was will ich noch großartig sagen?
Filme sind einfach wundervoll. Ihr seid wundervoll, wenn ihr bis hierhin noch gehört habt. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Lodgecast. 50 Minuten, er war dann doch gar nicht so kurz. Es ging von der Zeit her. Ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was zum Hören. Ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen. Ja, ich war sehr begeistert von manchen Sachen. Also vor allem halt, ja, keine Ahnung, wenn man so zurückblickt, womit hat man angefangen und wo steht man jetzt? Das ist auf jeden Fall immer etwas sehr, sehr Schönes, wenn man halt dann sieht, dass man sich so stark weiterentwickelt hat und seinen Geschmack auch weiterentwickelt hat. Ja, dass man da noch sich für andere Filme interessiert, nicht nur für zum Beispiel amerikanische Filme, sondern vielleicht sogar dann auch seine Liebe ins asiatische Kino findet. Zum Beispiel, ich liebe jetzt auch ja, hat ja vor einem guten Jahr angefangen, das japanische Kino, das alte japanische Kino aus den 50er, 60ern. Ich kann euch sagen, da wird auch in den nächsten Filmeinkauf-Videos der ein oder andere Film wieder dabei sein, weil ich mich halt einfach in diese Zeit verliebt habe. Und ja, das ist eigentlich schön, dass man bei Filmen sich immer stets weiterentwickelt, weil ja auch immer wieder neue Filme rauskommen. Aber man entdeckt auch neue alte, oder man entdeckt alte Filme wieder, man entdeckt alte Genres oder alte Filmreihen, vielleicht schon fast vergessene Filme. Und ja, es ist einfach eine schöne Sache, dass wir uns hier auf diesem Kanal zusammengefunden haben, um Filme zu zelebrieren, vielleicht auch den anderen Film schlecht zu finden oder über den einen oder anderen Film zu diskutieren. Und deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr Kommentare schreibt, die Videos bewertet und ja, dass ihr insgesamt da seid. Denn ohne euch wäre dieser Kanal auch nix. Denn ich könnte dann zwar meine Videos machen, aber wenn sie keinen interessieren würden, dann könnt ihr es ja auch lassen. Aber es freut mich jedes Mal zu sehen, wenn ja, Leute Spaß an den Videos haben und ja. Dann sagen, yo, das war ein gutes Video. Selbst wenn man sagt, ja, das Video hat mir nicht so gut gefallen, dann, ja, dass man einfach auch weiterhin Kritik empfängt und stetig an sich arbeitet, denn das ist einfach wichtig. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, ihr seid wundervoll, liebe Menschen, Küsse an euch alle und wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann anders wieder. Wir hören uns, ich meine. Wir sehen uns doch nicht. In diesem Podcast, in den Videos sehen wir uns ja schon manchmal, beziehungsweise ihr seht mich. Aber das reicht ja auch, oder? Mein schönes Gesicht. Ja, wir sehen uns. Tschüss!